Mein Handy zeigt 19 Uhr. Ich würde sagen, wir beginnen einfach. Wir haben ja den Vorteil, wie gesagt, wir zeichnen das Ganze auf. Also wenn jemand zu spät kommt und noch was erfahren möchte, kann er sich danach gerne aufzeichnen. Willkommen zum OCD-Abend. Ich habe ganz vergessen durchzuzählen, der wievielte der es tatsächlich schon ist. Es sind schon einige. Ich sehe immer noch ganz viele bekannte Gesichter und ich bin immer noch dankbar für alle, die teilnehmen. Ich freue mich, wenn wir Ihnen noch was Neues beibringen können. Und dafür wollen wir heute tatsächlich, wie versprochen, den Blick unter die Haube wagen. Das heißt, wir möchten uns heute mal mit den Bauelementen beschäftigen, die in so einem OCT verbaut sind. Ich würde Ihnen gerne ein paar Bilder davon zeigen, wie es da drinnen live aussieht. Das ist ja sicherlich für den einen oder anderen von Ihnen auch total interessant, wie das Ganze tatsächlich technisch funktioniert. Und Grundlage eines jeden OCTs, ist tatsächlich vollkommen egal, welches wir da hernehmen, ist das sogenannte Michelson-Interferometer. Damit hat das Ganze irgendwann mal begonnen. Ich habe dafür auch mal ein Foto rausgesucht, wie sowas aufgebaut ist. Diejenigen von Ihnen, die unsere MeinOCT-Seite schon mal besucht haben, sind vielleicht auch auf der technischen Seite schon mal genau darüber gestoßen. Im Endeffekt relativ einfach aufgebaut. Wir haben eine kohärente Lichtquelle, die das Licht aussendet. Dann haben wir den sogenannten Beamsplitter oder im Deutschen den Strahlenteiler, der für uns das Licht aufteilt in zwei Arme, wenn wir es so mal betiteln möchten. Das eine ist eben der Referenzarm, das Referenzauge, was im OCT verbaut ist. Und das andere ist das Sample, beziehungsweise natürlich in unserem Fall das menschliche Auge. Die ganzen Strukturen, die wir vermessen können, die Netzhaut, die Papille, der Vorderabschnitt. All diese Dinge sind eben nur dank dieses Michelson-Interferometer möglich. Und damit wir natürlich auch ein Bild bekommen, brauchen wir noch einen Detektor, weil wir schicken zwar Licht raus und wir bekommen auch ein Signal zurück und dann brauchen wir natürlich einen Detektor, der das Ganze für uns misst. Das hier eine sehr, sehr einfache Zeichnung eines solchen Michelson-Interferometer. Da fehlen noch ein paar Bauteile, die heutzutage verbaut sind. Dazu habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht, wo das sehr, sehr schön zu erkennen ist. Und vor allen Dingen ist zu erkennen die unterschiedlichen Typen von OCT, die es gibt. Da sehen wir hier zum Beispiel bei A das sogenannte Time-Domain-OCT. Ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr so sehr am Markt vertreten, war aber tatsächlich der große Vorreiter. So hat man am Anfang angefangen, OCT-Aufnahmen zu machen. Das heißt, auch hier haben wir wieder die kohärente Lichtquelle mit einem spezifischen, mit einer spezifischen Wellenlänge, die uns den sogenannten A-Scan aussendet. Wir haben das Referenzauge und wir sehen hier bei dem Referenzauge ist es beweglich. Das ist der große Unterschied zwischen Time Domain und Spektral Domain. Also ein bewegliches Referenzauge, auch hier die sogenannten Scannerspiegel, die sind auch heutzutage tatsächlich in jedem OCT noch verbaut, die erzeugen uns die Muster, aber dazu kommen wir später noch. Dann eben das Sample, also das menschliche Auge und auch damals gab es schon Fotodetektor. Und dort wurden einfach die unterschiedlichen Tiefen erzeugt, indem hier in dem Referenzauge der Spiegel seine Position geändert hat. Darüber wurde eben früher die Tiefeninformation gewonnen. Das Ganze war relativ langsam, circa 300 A-Scans pro Sekunde waren da möglich. Sie können sich vorstellen, dauert natürlich eine Weile, wenn man dann so wie heutzutage 128 B-Scans machen möchte, wovon jeder aus 1064 A-Scans besteht. Das wäre eine relativ lange Messzeit. Also die Auflösung damals sowohl in axialer Richtung als auch in lateraler Richtung noch nicht so, wie wir das heute gewohnt sind. B zeigt quasi Ihr OCT. Ja, das Spektraldomain oder Frequenzdomain OCT. Auch hier haben wir wieder die Lichtquelle. Das Ganze geht auf den sogenannten Beamsplitter, also den Strahlteiler. Wir haben ein Referenzauge mit einem festen Spiegel. Fest, ja, weil im Zeitpunkt der Messung bleibt der Spiegel stehen. Natürlich ist der flexibel, weil wir haben ganz viele unterschiedliche Augen, unterschiedliche Augapfellängen. Natürlich muss der einstellbar sein, aber während der Messung, da bleibt der Spiegel dann ganz an seiner Stelle feststehen. Wir haben auch hier wieder die Scannerspiegel, die dafür sorgen, dass wir die unterschiedlichen Muster bekommen. Wir haben unser Sample. Und jetzt haben wir den großen Unterschied. Wir haben eine Zeilenkamera, also einen Line-Sensor. Wir sehen schon hier, wie das Licht in seine Farben aufgesplittet wird. Auch das werden wir nachher noch sehen. Wie man das macht, das ist im Endeffekt der große Hype, ne? Deswegen Spektraldomain, weil wir in das Spektrum aufteilen, das Licht.
Und ganz am Ende, damit wir auch ein hübsches Bild bekommen und nicht nur irgendwelche Intensitäten messen, gibt es noch die sogenannte Fourier-Transformation, die mathematische Operation, die eben aus Intensitäten tatsächlich Informationen raussammelt und eben so hübsche Bilder erzeugt, wie wir das gewohnt sind. C zeigt uns dann noch die sogenannte Swap-Source-OCT-Technologie. Davon gibt es auch einige Geräte am Markt. Da hat man sich vor allen Dingen immer versprochen, dass die noch mal viel schneller sind. Hat sich Stand heute noch nicht so richtig durchgesetzt. Also die schnellste Maschine, Swap-Source-Technologie, die ich kenne, hat ca. 100.000 A-Scans pro Sekunde. In der Theorie sagen die Forscher, sind sogar 4 Millionen möglich, ist aber in keiner kommerziellen Maschine tatsächlich einsetzbar. Ne, also tatsächlich hält auch hier an der Stelle das Spektraldomain OCT noch den Rekord mit den 130.000 A-Scans, die wir derzeit fahren können. Hier ist es eben so bei diesem Swap Source, dort wird die Laserdiode durchgestimmt. Das heißt, die unterschiedlichen Frequenzen kommen schon aus der Lichtquelle zu unterschiedlichen Zeitpunkten raus. Das erspart eben hier unten dann das Aufsplitten, weil der Fotodetektor bekommt einfach die unterschiedlichen Frequenzen mit der Zeit mit und nicht alle auf einmal. Ja. Das mal zu den unterschiedlichen Typen. Und jetzt gucken wir uns mal das Ganze noch ein bisschen genauer an. Fangen wir mal an mit der Lichtquelle. Die Lichtquelle ist, wie beschrieben, immer ein Laser. Laser ist selbst ja eigentlich nur eine Abkürzung für Light Amplification bei Stimulated Emission of Radiation. Also im Endeffekt eine Verstärkung von Licht durch stimulierte Emission. Ja, jetzt müssen wir kurz klären, was ist Emission, was ist Absorption. Absorption, klar, ich nehme Energie auf, Emission, ich strahle diese Energie wieder ab. Laserlicht hat relativ typische Eigenschaften. Das sind unter anderem eben eine sehr geringe Frequenzbreite. In unserem OCT beispielsweise liegt die Wellenlänge bei 850 Nanometer mit lediglich einer Frequenzbreite oder einer Bandbreite von 50 Nanometer. Wir haben eine sehr hohe Energiedichte, denn Energie wird immer pro Fläche ermittelt. Und natürlich, damit es ein Laser sein kann, brauchen wir zeitliche und räumliche Kohärenz. Beide müssen erfüllt sein. Und wir haben natürlich auch eine sehr geringe Divergenz. Das kennt man von einem Laserpointer, ne? Wenn ich irgendwo an die Wand strahle, dann ist es immer noch ein ziemlich kleiner Punkt, obwohl der sehr, sehr weit weg ist. Und das sind so diese typischen Eigenschaften, die ein Laser mitbringt. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal kurz erklären, wie funktioniert das denn eigentlich mit so einem Laser? Wie kriegen wir das denn überhaupt hin, dass das Licht so spezifisch da rauskommt, wie man das gerne hätte? Was wir hier sehen, ist ein Modell dessen, wie ein Laser funktioniert, ein sogenanntes Drei-Schalen-Modell. Sie alle haben in der Schule irgendwann mal vom Atomaufbau gehört. Das heißt, Atome haben einen Atomkern, da sitzen die Protonen und die Neutronen drin und außenrum gibt es diese Schalen. Ja, zu meiner Zeit waren das alles nur noch Kreise. Heutzutage sind die Modelle etwas komplexer geworden, die die Schüler heute lernen müssen. Aber zu meiner Zeit waren das noch so Kreise um so einen Atomkern herum. Da fliegen die Elektronen, je nachdem, welchen Stoff oder welches Molekül wir haben, sind da eben eine unterschiedliche Anzahl an Elektronen. Und das, was wir hier sehen, ist im Endeffekt nichts anderes. E1 ist das Grundniveau. Also da bewegen sich die Elektronen im unangeregten Zustand. Ne? Ganz normal bei Raumtemperatur, da liegen die. Und dann ist es so, das, was wir hier sehen, dieses 3-Eben-Modell, kann eben nur in einem laseraktiven Medium erzeugt werden. Das können, ganz ursprünglich waren das früher Gase. Heutzutage geht das auch in Halbleitern, also man kann auch Halbleiter dotieren mit sogenannten aktiven Medien. Und dann ist es eben so, diese blaue Linie, die wir hier vorne sehen, das ist die Energie, die wir in das aktive Lasermedium hineingeben. Das kann Strom sein, das kann eine Gasentladung sein, das kann sogar Licht sein. Also es gibt Laser, die werden, so verrückt wie das klingt, mit einem Laser gestartet oder auch mit einer Blitzlampe. Und was dadurch passiert, ist Absorption. Das heißt, das Elektron, was sich normalerweise auf der Ebene E1 befindet, wird durch die Energie, die wir einbringen, das kann auch Wärme sein, eben in das Niveau E3 erhoben. Und im Niveau E3 verweilt das Atom oder das Elektron, das ist kein Atom, das Elektron nicht sehr lange, sondern das zerfällt sofort wieder,
Dadurch gibt es so ein kleines bisschen Energie ab, das ist hier dieses A32, und springt in dieses Zwischenniveau. Und jetzt ist es wichtig, in diesem E2 bleibt das Elektron aber relativ lange stabil stehen. Lange in Anführungszeichen, wir sprechen immer noch von Millisekunden. Ja, aber in dem E3 oben, da sind es nur Nanosekunden. Also wir heben das auf die E3, es fällt selbstständig ins Niveau E2. Und irgendwann, durch eine neue Energieeinbringung, springt das Elektron tatsächlich von E2 auf Wunsch, so wie zu einem Zeitpunkt, wo wir es möchten, von E2 auf E1 zurück. Und dann kommt eben diese rote Welle raus. Und das ist das Laserlicht, was wir haben möchten. Und das ist jetzt quasi der Start. Und je mehr Laserlicht wir haben, deswegen gibt es in so einem Laser immer Resonatoren, das heißt, das Licht springt die ganze Zeit hin und her und regt sich immer wieder selber an. Das ist quasi die Startphase für den Laser. Und danach hält er sich selber am Laufen. Einfach durch dieses rote Licht, was da hin und her läuft, werden neue Atome wieder angeregt, wieder zu fallen. Und so können wir eben sicherstellen, dass immer zur gleichen Zeit die Atome fallen, dadurch die gleiche Wellenlänge und die gleiche Phase von sich geben in die gleiche Richtung. Das ist zeitliche und räumliche Kohärenz. Wie gesagt, die Welle, die hier rauskommt, bei uns 850 Nanometer. Sollten Sie Fragen dazu haben, es wird ziemlich physikalisch, weiß, sind Sie nicht gewohnt, sonst sind wir eher medizinisch ausgerichtet. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie gerne dazwischen oder sparen Sie sich auch gerne fürs Ende auf, dann versuche ich Sie dann nochmal zu beantworten. Das, was wir hier sehen, ist unsere Liebe, wir nennen sie liebevoll unsere Blackbox. So sieht so eine Laserdiode im OCT aus. Es ist tatsächlich einfach nur noch ein Gehäuse. Ne? Es ist ein Diodenlaser, der hier verbaut wird. Der Vorteil ist, es ist ein Laser der Klasse 1. Das heißt, jeder Laserpointer, den Sie draußen kaufen können, der hat mehr Bums als diese Laserdiode. Das ist einfach eine Sicherheitsfrage. Das heißt, selbst wenn in dem OCT mal was kaputt geht, wir können mit dieser Laserdiode kein Loch in die Netze haben. Können wir einfach nicht. Habe ich schon mehrmals probiert, hat nicht geklappt. Kommen wir zum nächsten Bauteil. Ja, wir haben jetzt gesagt, okay, das Laserlicht hat den Laser verlassen. Wir kommen zum Strahlenteiler. Ein Strahlenteiler gibt es in ganz einfacher Version. Jede Glasscheibe kann tatsächlich als Strahlteiler fungieren, wenn wir sie unter dem richtigen Winkel betrachten. Ich sehe das hier bei mir gerade, wenn ich hier hochschaue. Ich sehe zum einen das Licht, was sich reflektiert, was direkt über mir scheint, aber ich kann auch den Blick ins Büro werfen. Also ich sehe beide Bilder gleichzeitig. Prinzip Strahlenteiler. Anwendung findet das Ganze tatsächlich in Head-Up-Displays. Da wird Ihnen einfach ein virtuelles Bild in die Scheibe projiziert, was für Sie im virtuellen vor der Scheibe liegt. Vorteil für Sie, Sie brauchen den Blick nicht mehr runter aufs Display beziehungsweise auf die Armatur werfen, ne, und man spart Zeit. Funktioniert exakt auf die gleiche Art und Weise, ist tatsächlich ein Strahlenteiler. Wenn man sowas auf einer optischen Bank aufbaut, dann ist so die üblichste Form, die man kennt, ein Strahlteilerwürfel. Ne, also die wenigsten von Ihnen werden vielleicht mal in einem optischen Labor gewesen sein. Ich durfte das mal machen. Ist ziemlich cool, wenn man dann da rumspielen darf. Wichtig ist dabei, man muss immer berücksichtigen, es gibt polarisierende und nicht polarisierende Strahlteiler. Und letzten Endes, die Aufgabe ist tatsächlich im OCT Laserlicht aufzuteilen, und zwar in das Referenzauge und einen kleinen Teil in das menschliche Auge. Ja, das ist ja das Ziel. Bei uns im OCT sehen Sie das hier, es ist nur diese kleine Röhre. Also bei uns, wir können nicht wirklich von einem Würfel sprechen, wir müssen wahrscheinlich eher vom Stab sprechen. Das Referenzauge. Einer der Teile, wo das Laserlicht jetzt hingelenkt wird. Das Referenzauge hat unterschiedliche Aufgaben. Eigentlich hat es nur eine große Aufgabe, und zwar die Interferenzen zu erzeugen, die es möglich machen, ein OCT-Bild zu sehen. Und zwar in Kombination mit dem menschlichen Auge. Das haben wir schon. Ne? Sie alle wissen es besser als ich. Das menschliche Auge, klar, es ist immer gleich aufgebaut. Der Sehnervenkopf kommt bei uns allen an der gleichen Stelle raus. Aber die Länge zum Beispiel und die Refraktion des Auges, die Hornhautradien, die Größe der Pupille, all das sind Parameter, die können total stark variieren und haben einen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht das OCT-Bild wird. Also hat das Referenzauge jetzt die Aufgabe, sich an das Testauge, also das Kundenauge, anzupassen. Das macht es zum einen über das Seagate, das ist die Augapfellänge, zum anderen über den Fokus, das ist die Refraktion. Und dann ist es noch in der Lage, die Achslänge tatsächlich zu messen. Und wir können
das können tatsächlich aber nur die Hightech-Techniker, die Intensität so anpassen, dass ihre Bilder nicht überstrahlt sind. Das heißt, wenn das falsch eingestellt wäre, würde zu viel Intensität aus dem Referenzauge kommen und man würde Doppelbilder bekommen. Das ist für uns dann tatsächlich ein Mittel, wie wir das OCT ganz perfekt an das Kundenauge anpassen können. Davon kriegen Sie normalerweise nicht viel mit, weil die Maschinen sind natürlich alle schon perfekt eingestellt. Mehr als das kann ich Ihnen leider vom Referenzauge nicht zeigen, weil es ist tatsächlich Firmengeheimnis, wie das da drin aussieht und funktioniert. Wir behandeln es einfach mal als unsere Silverbox. Ne? Das Ganze ist gekapselt, damit einfach möglichst wenig Staub auf die Optiken fällt, weil es ist einer der wenigen Bereiche, wo tatsächlich offene Optik ist. Wir sehen das hier schon, kommen wir nachher auch nochmal drauf. Die meisten optischen Wege im OCT sind tatsächlich durch Fasern abgedeckt. Das hat verschiedene Vorteile, aber da spreche ich nachher. Gut, kommen wir zum menschlichen Auge. Das ist ja das, was wir untersuchen wollen. Und für alle diejenigen unter Ihnen, die unsere Maschine schon besitzen, Sie wissen, was das OCT kann. Es geht los bei einer standardmäßigen 3D-Untersuchung der Makula inklusive der Foveola. Wir können den Sehnervkopf untersuchen. Wir können aber auch Vorderabschnittsaufnahmen machen, wo die gesamte Vorderkammer drin ist, um Kammerwinkel zu beurteilen, um den Sitz von Sklerallinsen zu testen. Wir können uns die Ergebnisse von AutoK angucken. Wir können Achslängen messen fürs Myopie-Management. Einige Maschinen von uns sind in der Lage, Fundusfotos zu machen oder auch Vorderabschnittsbilder für die Dokumentation der Rötungsgrade. Gerade beim trockenen Auge, wie sieht das Ganze zu Beginn aus, wo ich anfange mit Kontaktlinsen, wie sieht das viele Jahre später aus? Also hier, Sie kennen es, die Möglichkeiten sind nahezu unmöglich, was Sie damit alles tun können. Deswegen kommen wir mal zum Spektrometer. Das Spektrometer ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Bauteil im OCT, denn da sitzt der Sensor. Grundlegend besteht so ein Spektrometer eben aus der Fasereinkopplung. Ich habe es eben schon gesagt, wir arbeiten viel über Fasern. Das heißt, wir müssen diese Faser natürlich auch ins Spektrometer einkoppeln. Dann haben wir das diffraktive Gitter. Ganz am Anfang bei der Spektraldomänen-OCT haben wir gesehen, wir trennen das Ganze in seine Frequenzen auf. Das macht tatsächlich das diffraktive Gitter. Ein diffraktives Gitter ist ein optisches Bauelement, was in der Lage ist, über Beugungseffekte das Licht in seine Frequenzen aufzusplitten. Ja, es gibt andere Methoden über Prismen, aber diffraktive Gitter haben sich an der Stelle einfach bewährt, weil sie keinen Laufunterschied haben, weil durchs Prisma hat das Licht ja einen Laufunterschied, dadurch wird es aufgeteilt. Das haben wir im diffraktiven Gitter. Ziel ist es eben, die Frequenzen aufzusplitten. Sie müssen sich das vorstellen, ähnlich wie bei einer Radiowelle. Man hat eine Trägerwelle und auf der Trägerwelle sind jetzt in unserem Fall keine Musikinformation, sondern in unserem Fall sind einfach die Intensitätsinformationen aus dem menschlichen Auge, weil von dort kommen ja die Informationen. Das heißt, aus dem Laser kam noch nur die Grundwelle raus. Die haben wir ins Auge geschickt. Dort hat die Grundwelle diese zusätzlichen Frequenzen mit aufgenommen und das diffraktive Gitter teilt das Ganze jetzt auf. Ja? Dann können wir diese ganzen einzelnen Frequenzen sehen. Diese fallen dann wiederum auf die Zeilenkamera. Und die Zeilenkamera ist tatsächlich nichts anderes als ein Fotosensor aus einer Kamera. Nur mit dem Unterschied, deswegen Zeilenkamera, dass sie wirklich nur eine Pixelreihe enthält. Das heißt, wir können hier kein schönes Foto machen, was gut ausgedehnt ist mit möglichst vielen Megapixeln, sondern wir haben tatsächlich nur eine einzige Reihe an Pixeln. Und diese Reihe misst jetzt die unterschiedlichen Intensitäten, die dort eben ankommen. Und dadurch, dass wir die Frequenzen aufgeteilt haben, wissen wir eben, wenn ganz vorne viel Intensität ist, dann ist das weiter oben im Bild. Und wenn ganz hinten viel Intensität ist, zum Beispiel retinales Pigmentepithel, dann ist dort auch viel Reflex. Und dazwischen ist es eben nicht so viel. Nicht so viel Intensität, beziehungsweise nicht so viel Ausschlag. Und so funktioniert das im Ende. Danach, wie gesagt, kommt die Fourier-Transformation, die dann aus diesen, eigentlich sind es ja nur Intensitätslevel, die wir messen, eben ein hübsches OCT-Bild rechnet, was wir dann eben auswerten können, um zu bestimmen, ist das Auge gesund, ist da eine AMD, ist da irgendeine gesundheitliche Veränderung, die da nicht sein soll. Kommen wir noch zu den zusätzlichen Bauelementen. Da haben wir als allererstes unsere Vorschaukameras. Ganz, ganz wichtiger Teil des OCTs hat einfach den Vorteil, die Maschine hat die Vollautomatik. Dafür braucht es seine beiden Vorschaukameras. Und zwar ist es so, dass das OCT
über die sogenannte Triangulation. Das ist ein Verfahren, das wird schon seit dem 19. Jahrhundert in der Seefahrt eingesetzt, um einfach Distanzen zu messen, Entfernungen zu messen. Und dabei ist es so, dass das OCT Infrarotdioden auf die Vorderfläche der Hornhaut projiziert. Diese Dioden sitzen hier hinter diesen beiden Fenstern. Ich hoffe, Sie sehen meine Maus, eins oben, eins unten. Da sitzen jeweils drei Dioden dahinter. Und über diese Dioden, über diese Projektion auf das Auge, weiß das OCT ganz genau, okay, wo bin ich? Wie weit sind die Diodenpunkte auseinander? Wir kennen ja etwa die Krümmung der Hornhaut. Und dann versucht es, diese Dioden in Übereinstimmung zu bringen. Und dann weiß es, okay, jetzt bin ich in der richtigen Position. Deswegen ist es immer ganz wichtig, halten Sie mir diese beiden Fensterchen zusätzlich zur Frontlinse bitte immer schön sauber, weil wenn die, Ditscher mit der Augenbraue, ne, Theo Weigel hat vor ihrem Gerät gesessen, dann hat man manchmal das Problem, wenn da so ein Fettfilm drauf ist, dann werden die Dioden nicht so schön sauber auf die Hornhaut projiziert und dann weiß das OCT nicht so richtig, wo bin ich. Anderes blödes Beispiel, das obere Augenlid hängt ein bisschen stark herunter, gerade bei etwas älteren Herrschaften kann das gerne sein. Dann fehlen dem OCT einfach ein paar Informationen, weil diese Dioden gar nicht sichtbar sind. Einfach das Augenlid ein bisschen aufmachen, zack, funktioniert die Automatik wieder. Das OCT kann an Position fahren und kann alles finden. Ja, also hier die Front immer schön sauber halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Macht zum einen schöne Aufnahmen beim OCT, aber sorgt auch dafür, dass die Vollautomatik zuverlässig arbeitet. Dann haben wir unser Umlenkspiegel. Wir haben davon schon gesprochen. Sie sehen einen hier, der ist für die X-Richtung. Der andere hier hat sich hinten ein bisschen versteckt. Der ist für die Y-Richtung. Das heißt, darüber können wir den 3D-Würfel, den Radialscan, den Rasterscan, all die unterschiedlichen Motive und Scanmuster können wir darüber erzeugen und eben hinten dann auf die Netzhaut legen. Na, das sind diese beiden kleinen Spiegelchen, die das für uns übernehmen. Dann haben wir die Fasern. Ich sprach schon davon. Faseroptik hat einfach einen riesengroßen Vorteil. Wir sind geschützt vor Schmutzablagerung. Ja, die einzigen offenen Bestandteile, die wir haben, sind tatsächlich die Spiegel, sind ein Umlenkspiegel und die Frontlinse. Das sind diese drei Bereiche. Der Rest ist fasergeführt. Wie gesagt, aufgrund der Schmutzablagerung. Das ist der eine große Vorteil, den wir daraus haben. Und der andere Vorteil ist, wir können darüber die Polarisation nutzen. Denn Polarisation ist für das OCT etwas grundlegend Wichtiges. Wir müssen die beiden Strahlen, die uns der Strahlenteiler erzeugt, voneinander trennen. Das ist ähnlich wie bei einer Kamera. Man hat früher, wenn der Blitz zu tief war, dann hat das Blitzlicht eine rote Pupille erzeugt. Das war einfach das Problem. Der Blitz war zu dicht an der optischen Achse, also an dem, was wir aufgenommen haben, und hat sich, das Licht hat sich vermischt. Und hier ist es ähnlich. Würden wir jetzt das Referenzauge sehen, dann würden wir Reflexe des Referenzauges im Auge sehen. Die sind da natürlich gar nicht, die kommen einfach aus dem Messtechnik. Und um das voneinander zu trennen, gibt es Polarisation. Das heißt, bei zum Beispiel im Referenzauge schwingt das Licht in der horizontalen und im menschlichen Auge in der vertikalen. Das ist eigentlich das Geheimnis. Das Licht vermischt sich nicht. Wir können am Ende entscheiden, welches Licht müssen wir messen, das Horizontale oder das Vertikale. Und so trennen wir einfach die beiden Eindrücke, bekommen keine ungewollten Reflexe. Und aber wichtig, Polarisation muss stimmen. Ja, ab und zu, wenn die Polarisation sich mal verstellen sollte, dann merkt man, dass stimmt die Qualität der Bilder nicht mehr so richtig. Dann werden die so ein bisschen verrauscht. Ja, das ist so dieses typische erste Signal. Dann kommen wir einfach raus und stellen die Polarisation wieder ein. Natürlich, der Kopf bewegt sich, wir brauchen Motoren, wir brauchen mechanische Bauelemente in unserem OCT. Das heißt, wir haben dort verschiedene Schienen, wir haben Kugellager, also da sind die ganzen Sachen verbaut, die es eben braucht, um die Bewegung zu erzeugen. Wie vorhin schon angesprochen, wir haben in unserem Revo FC und in unserem Revo FC 130 eine Fundusbildgebung mit einer 12,3 Megapixel-Kamera CCD, ne, die uns eben diese Fundusfotos erzeugen kann. Wir hatten ja in einem vorherigen Abend schon mal darüber gesprochen, wie man dieses Bild jetzt mit seinem OCT dann auch koppeln kann, sodass ich eben diese Aufnahme sowohl für die Makula als auch für den Sehnervenkopf benutzen kann. Wenn es dazu nochmal Fragen gibt, können wir gerne auch gleich eingehen. Wir haben natürlicherweise, es ist ein Medizinprodukt, wir haben ein medizinisches Netzteil, was ganz einfach verhindert, dass wenn in der Maschine warum auch immer mal was kaputt gehen sollte, der Kunde einen Schlag bekommt. Also das ist tatsächlich ausgeschlossen durch das Netzteil, was verbaut ist. Ja, natürlich Platinen, es ist ein
Gerät, was gesteuert werden muss. Das heißt, es ist ganz viel Messtechnik und Steuerregelungstechnik drin. Dann haben wir natürlich noch ein paar Coverteile. Das ist das, was Sie sehen. Und letzten Endes, wir haben eine Software. Wir bedienen das OCT natürlich. Wir alle wissen, in unserem Fall brauchen wir dafür keinen Joystick mehr. Wir müssen nicht mehr auf der Rückseite des OCTs stehen, sondern wir können einfach auf der gleichen Seite wie der Kunde stehen und haben die volle Kontrolle dank unserer Software. Zu der kommen wir übrigens auch gleich. Da möchte ich Ihnen ja die Hintergrundeinstellung heute nochmal zeigen. Es sei denn, Sie haben jetzt noch Fragen zum Aufbau von so einem OCT oder zu den einzelnen Bauelementen, die darin verbaut sind. Jetzt wäre der Zeitpunkt. Gut. Ich sehe das nicht. Das ist gut. Entweder war es viel zu kompliziert. Oder Sie wissen das alles schon. Auch gut. Okay. Einmal unsere OCT-Software. Sie alle kennen sie. Wer sie noch nicht kennt, kann sie gerne kennenlernen. Wir haben hier oben den Einstellungsreiter. Den ignorieren wir sonst fast immer. Heute machen wir das mal nicht. Heute klicken wir da einfach mal drauf. Und damit wir nichts vergessen, würde ich ganz vorne einfach mal beginnen wollen. Da haben wir den Allgemeinreiter. Dort haben wir die Möglichkeit, zum einen die Sprache einzustellen. Das haben wir im Regelfall für Sie schon übernommen. Das heißt, brauchen Sie sich nicht mehr drum kümmern, aber wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, unterschiedliche Farben einzustellen. Ich glaube, bei dem Herrn Wander haben wir das schon mal gemacht. Der hat die Software nicht mehr in Schwarz, der nutzt sie, glaube ich, in Weiß oder Grau. Also es gibt da unterschiedliche Farbniveaus, es ist eher Geschmackssache als wirklich notwendig. Ich persönlich mag sie in Schwarz am liebsten, weil man auch einfach die Räume dadurch ein bisschen dunkler bekommt. Viel wichtiger ist, wir können die Daten Ihres Ladens zum Beispiel eintragen. Also wenn Sie Ihren Ausdruck personalisieren möchten, dann können Sie das genau hier tun. Ich habe das jetzt mal beispielhaft für uns getan, also die ITEC GmbH eingetragen. Natürlich darf da auch, weiß ich nicht, Optik Mustermann stehen, mit Ihrer Adresse, wenn Sie das möchten, mit Ihren Kontaktdaten. Ich würde Ihnen nur empfehlen, machen Sie bitte nicht mehr als diese fünf. Das sind insgesamt jetzt fünf Reihen. Das heißt, im Ausdruck steht ganz oben ITEC GmbH, dann steht die Adresse und darunter stehen die Infos. Insgesamt fünf Reihen. Bitte nicht mehr, weil wenn Sie mehr machen, dann passt das nicht mehr auf den Ausdruck drauf. Ja. Des Weiteren, Sie können Ihr Logo reinladen. Ja. Hier ist das Optopro-Logo hinterlegt. Na, warum wollen Sie ein Optopro-Logo haben? Ersetzen Sie es doch durch Ihr eigenes. Zum Beispiel durch das iTech-Logo. Oder gerne durch Ihr eigenes. Ja. Einfach hier auf Laden gehen. Schauen Sie, dass es möglichst ein quadratisches Bild ist. Ne. Wir haben dafür unser Social-Media-Logo. Und ja, nutzen Sie das gerne. Weil das wird auch auf dem Ausdruck auftauchen. Wir können uns das nachher gerne nochmal gemeinsam angucken. Der Reiter Datenbank ist für Sie eigentlich relativ uninteressant. Das ist eher für uns, für den Service wichtig. Aber man könnte hier unten tatsächlich mal nachschauen, wie viele Patienten habe ich denn in meiner Datenbank? Beziehungsweise wie viele Untersuchungen habe ich denn gemacht? Kann sogar theoretisch sortieren, wie viele Untersuchungen habe ich denn dieses Jahr gemacht? Also man kann hier so ein ganz kleines bisschen gucken, habe ich vielleicht die Untersuchungen mit meinem OCT steigern können von Jahr zu Jahr. Man kann so ein bisschen Statistik betreiben, gucken, ist der Absatz dadurch vielleicht auch ein bisschen besser geworden, weil ich tatsächlich mehr und OCTs verkaufen konnte. Also das könnte man hier tatsächlich in der Statistik einmal machen. Speicherort bitte auch im Bereich. Es gibt ihn. Lassen Sie ihn bitte aus, weil der ist tatsächlich für uns, für den Service ganz, ganz wichtig. Also hier bitte nichts verstellen. Nicht, dass am Ende irgendwelche OCT-Daten wechseln. Benutzer. Standardmäßig melden Sie sich alle mit dem Benutzer iTag an. Sie können hier gerne eigene anlegen. Legen Sie sich einen eigenen Benutzer an mit eigenem Passwort, was vielleicht, dann brauchen Sie sich weniger merken, das wäre der eine Vorteil. Aber man kann auch unterschiedliche Benutzerrechte festlegen. Das heißt, der iTag-Nutzer ist ja immer Admin, ne? Den nutzen wir, wenn wir was verstellen möchten. Wenn man jetzt nicht aus Versehen was verstellen möchte, dann legt man sich einfach einen neuen Benutzer an. Und sagt dann zum Beispiel, ja, es ist ein erfahrener Benutzer oder es ist ein Anwender. Ja, ein Anwender zum Beispiel hat den Vorteil, der darf nicht aus Versehen irgendwas löschen. Darf der nicht. Ja, ein erfahrener Benutzer hat ein bisschen mehr Rechte, Admin natürlich die meisten. Aber hier kann man tatsächlich relativ gut steuern, wie erfahren sind meine Mitarbeiter, wer hat wie viele Rechte, kann man unterschiedliche Benutzer fahren. Ja, das vielleicht nur als kleine Idee. Sehen und erzeugen dürfen alle Benutzer OCT-Daten. Das nur mal vorneweg. Gerätewahl, auch wieder so ein Bereich. Wir können hier in den Grundeinstellungen zum Beispiel so Sachen verändern, mit welchem Auge soll das OCT beginnen, rechts oder links.
üblicherweise, das hat sich in Deutschland so durchgesetzt, das rechte Auge. Wir können hier zum Beispiel unsere Protokolle bearbeiten. Das heißt, wenn wir ganz spezifische Protokolle haben, die wir immer wieder durchlaufen wollen, mit den und den und den Untersuchungen, damit das, egal wer die Untersuchung macht, immer die gleiche Qualität hat, nichts vergessen wird, kann man Protokolle anlegen. Wir haben hier so ein Glaukom-Beispiel drin. Dazu gehört natürlich eine Makula-3D, wo wir die Ganglienzellen uns anschauen können. Dazu gehört eine Papille-3D für die Nervenfaserschichtdicke. Dazu gehört aber auch ein Anterioradal, weil wir wollen natürlich die Parametrie, also die Dicke der Hornhaut. Und dazu gehört natürlich auch eine Vorderkammer Full-Range-Aufnahme, um die Kammerwinkel sich anzuschauen. All das sind Dinge, die wir für Glaukomtherapie bzw. für Glaukom-Screening benötigen. Und wir können uns einfach ein Programm anlegen. Und das OCT würde das dann selber durchlaufen. Ich zeige Ihnen gleich, wo wir dann auf das Protokoll zugreifen können. Dann können wir auch noch entscheiden, welche Befehle in der Stimmführung gegeben werden. Das verändern wir eigentlich nie. Das würde ich auch nicht empfehlen, weil wenn Sie einer Sprache nicht mächtig sind, Sie wissen es, das OCT spricht viele, viele Sprachen, dann könnte man hier jetzt auswählen, welche dieser ganzen Anweisungen sollen tatsächlich gegeben werden. Noch einmal zurück zum Bereich Parameter. Hier ist es ganz wichtig, wenn Sie zum Beispiel das Biometriemodul von uns haben, dann müssen wir ja einmal im Jahr eine Kalibrierung durchführen. Wenn wir Ihnen das Kalibriertool zuschicken, steht immer auf der Unterseite der Referenzwert für die Achslänge und für die Vorderkammertiefe. Die dann können Sie dann hier bitte eingeben, bevor wir die Messung machen. Ja, dann klicken wir hier unten einfach nur noch auf Speichern und sind wieder in der Gerätewahl. Ja, wir waren eben hier oben unter Einstellen. Wir können hier Schnittstellen aktivieren. Das heißt, wenn wir wollen, dass zum Beispiel von Opa die Daten, die Patienten oder die Kundeninformationen an das OCT übergeben werden, können wir das einschalten. Dann muss nur die Schnittstelle von Opa eingerichtet werden. Wunderbar. Wir können die Übergabeverwaltung verwalten. Das war auch ein super Satz. Wir haben hier die Möglichkeit, beispielsweise zu Retinalize, zu allen möglichen Herstellern, die es da draußen gibt, ob das Epitop ist. Wir können Daten exportieren. Ja, um die dann irgendwo hinzuschicken. Wir können aber auch unsere eigenen Reports ausgeben. Das heißt, wir können einfach entscheiden, okay, hier in diesem Fall würde jetzt auf C ein Übergabeordner existieren, da würde eine PDF-Datei abgelegt werden, die dann wiederum ihre Ausdruckinformation, die wir auf der ersten Seite definiert haben, enthalten. Und das ist etwas, das können Sie ausdrucken, das können Sie dem Kunden dann einfach mitgeben. Ja, wenn Sie irgendwas gefunden haben, was Sie gerne abgeklärt haben möchten, dann lassen Sie sich das einfach aus. Ja, ich gucke mal, ob, gucke gleich mal, ob der Ordner existiert und dann können wir gleich eine Übergabe mit dem Makula-Protokoll machen. Wir können die Eingabe bestimmen. Hier ist zum Beispiel die Patienten-ID. Wenn wir die auf obligatorisch stellen, dann ist sie ein Pflichtfeld. Dann können wir gar nicht mehr daran vorbei. ID würde ich tatsächlich immer die Kundennummer hinterlegen, weil die wird sich nicht ändern. Wenn Frau Meier irgendwann mal heiratet und plötzlich Schmidt heißt, nach 3 Jahren hat sie das vergessen, dann teilt sie Ihnen das gar nicht mehr mit. Aber die Kundennummer bei Ihnen wird sich gar nicht ändern. Ja, und spätestens darüber können Sie den Kunden dann jederzeit wiederfinden. Ja, so hätten wir hier die Möglichkeit, das dann einfach umzustellen. Anonymisierung. Beispielsweise notwendig, wenn Sie bei uns im Forum mitarbeiten möchten. Ja, da gibt es ein paar Regeln, unter anderem eben, dass die Untersuchungen anonymisiert hochgeladen werden. Könnte man hier machen. Wir können die Patientennamen, wir können alles rausnehmen, was unwichtig erscheint, ja, können entscheiden, was wird rausgenommen, was wird drinnen gelassen, wann wird es anonymisiert, soll das automatisiert, wenn ich es exportiere, soll es auf Nachfrage oder soll es automatisch passieren. All das kann ich hier in der Anonymisierung tatsächlich einstellen, um dann eben zum Beispiel im Forum mitzuarbeiten. Ist nur eins von vielen Beispielen. Wir können das Ganze mit dem Gesichtsfeld koppeln, da jetzt nicht so viele, also ne, wir können einfach hier dann gucken. Wo haben wir, also wenn Sie das Gesichtsfeld auch vom Optopol haben, dann können Sie das Ganze miteinander koppeln. Dann gibt es noch einen Sonderbericht. Wer dazu Fragen hat, würde ich empfehlen, melden Sie sich auch nochmal direkt bei mir. Ist vielleicht heute Abend hier nicht die richtige Stelle, um darüber zu sprechen. Nächster Reiter, Sicherung. Einer meiner Lieblingsreiter. Ganz, ganz wichtiger Reiter. Würde aber sehr, sehr gerne einfach nicht gemacht oder vergessen im Alltag. Und ganz wichtig ist aber, die Daten, die Sie hier erzeugen, müssen 10 Jahre aufbewahrt werden. Seien Sie also bitte sicher, dass, wenn was auch immer mal passieren kann, auch dieser PC, den wir Ihnen verkaufen, ist nicht davor gefeit, irgendwann mal kaputt zu gehen. Und dann ist es immer ganz wichtig, wir müssen sicherstellen, dass wir eine Sicherung haben.
Ja, nehmen Sie eine externe Festplatte, schließen Sie die da an, wählen Sie hier oben einfach den Ort aus, wo soll die Sicherung hingemacht werden, was für eine Art von Sicherung. Wir können es automatisieren, dass die Software das selber macht. Wir können Erinnerungen einstellen, dass sie alle 7 Tage von der Software erinnert werden. Es wäre mal wieder soweit. Also hier gibt es wirklich jede Menge Sachen, die wir vollautomatisiert machen können. Wichtig ist nur, wir müssen sie machen. Ja. Bisher, toi, 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 wir haben es sehr oft noch wieder hinbekommen, aber es ist häufig auch mit Glück. Ja. Wenn man da eine Sicherung hat, die einfach irgendwo auf einer externen Festplatte schlummert, ist man im Notfall immer auf der sicheren Seite, egal was passiert. Die Wiederherstellung, quasi der kleine Bruder davon, wenn wir eine Sicherung haben und es ist tatsächlich der PC mal komplett kaputt gegangen, dann spielen wir einfach Ihre Daten über diese Wiederherstellung einfach wieder ein. Total einfach. Ja. Klappt aber natürlich nur, wenn sie auch wirklich gemacht wird. DICOM sind relativ komplizierte Einstellungen. Brauchen wir beispielsweise, wenn wir das OCT an Harmony anbinden wollen, an das Zeiss Forum. Da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt vielleicht auch die ein oder andere Software, die Sie für Ihre Verwaltung der Kundendaten benutzen, die DICOM spricht, müsste man mal erfragen, wäre auch wiederum eine Möglichkeit, Kundendaten an das OCT zu übergeben. Geht über DICOM auch. Das ist ein relativ hoher Standard in der Schnittstelle. Und wie gesagt, fragen Sie einfach mal nach, vielleicht kann Ihre Verwaltungssoftware diese Sprache sprechen. Da hinten haben wir nur noch ein paar Infos. Wer ist der Hersteller? Welche Softwareversion benutzen Sie? Wann wurde diese Softwareversion geschrieben und veröffentlicht? Und natürlich die CE-Zeichen, auch die relativ wichtig. Gut, das zu den Hintergrundeinstellungen. Jetzt habe ich Ihnen versprochen, wir gucken uns 2 Dinge noch an. Öffnen wir die OCT-Software kurz. Das ist zum einen die Möglichkeit, wo kann ich mein Protokoll aktivieren? Da oben hat es sich versteckt, ganz hinten in der Reihe. Sollte ich mehr als nur ein Protokoll, würden die jetzt alle hier aufgelistet werden. Für uns wäre jetzt zum Beispiel das Glaukom-Protokoll wichtig. Jetzt könnte ich auf Start klicken und die Maschine würde eben eine Retina-3D-Aufnahme machen, eine Pupillenaufnahme in 3D, eine Anterior-Radialaufnahme für die Parametrie und eben die gesamte Vorderkammer, also diese Full-Range-Messung. Ich kann hier aber auch ein Fundusfoto integrieren. Zack, Fundusfoto gleich als erstes ist ja das, was ich immer empfehle, ne? Wer die Funduskamera hat, bitte immer mit einem Fundusfoto starten. Dann alle OCTs machen, zum Gegenauge wechseln, alle OCTs machen und mit dem Fundusfoto abschließen. Da hat einfach den Vorteil, das Kundenauge hat die längstmögliche Zeit, dass die Pupille wieder weit wird. Ja, weil durch das Blitzen zieht sich tatsächlich die Pupille zusammen. Ja, für das OCT gar nicht dramatisch, das OCT kommt da trotzdem durch. Ja, der dünne Laser schafft das wunderbar. Aber fürs nächste Fundusfoto möglichst viel Zeit dazwischen. Gerne auch das Auge schließen lassen, wenn der Messkopf von rechts nach links fährt. Auch immer ein schöner Tipp, wie das Auge ein bisschen sich erholt. Nicht nur die Pupille, sondern auch der Tränenfilm. Die Stabilität des Tränenfilms, auch hier wieder eine wichtige Rolle. Und dann habe ich Ihnen versprochen, wir gucken uns jetzt mal einen Ausdruck an. Wir haben den ja gerade individualisiert. Nehmen wir einfach meine Wenigkeit und ersetzen mal als Beispiel jetzt diesen Ordner. Ich gucke nur ganz kurz, ob es unter, der Abend immer perfekt, den brauchen wir nicht mehr. Ob es unter C dann auch einen Ordner gibt, der da Übergabe heißt, da gibt es ihn ganz wunderbar. Das heißt, ich klicke hier oben in der Software auf Übergabe. Zack. Dann kommen die ganzen definierten Sachen, die wir im Hintergrund eingestellt haben. Wir wollten das Makula, den Makula-Bericht ausgeben in den Ordner C Übergabe. Wir klicken nur noch auf OK. Wichtig ist, wir haben jetzt Schnitt 65 von 128 ausgegeben. Wenn ich ein bisschen weiter scrolle und ich zum Beispiel ein bisschen peripher was finde, was interessant ist, zum Beispiel 79 von 128, dann klicke ich halt nochmal auf Übergabe, nochmal auf Makula, nochmal auf OK. Das Ergebnis, wir haben hier unter C Übergabe, oh, sehen Sie, da sind noch viel, viel mehr drin, die lösche ich mal ganz kurz, die brauchen wir gar nicht. 2 Stück, beide mit meinem Namen. Ich mache das mal auf, einfach durch einen Doppelklick. Und da sehen wir einmal den Schnitt 79 von 128, also der etwas periphere, den wir als zweites gemacht haben. Und wir sehen hier oben unsere Individualisierung, die iTech GmbH. Wunderbar. Mit unserem Logo. Sieht auch gleich viel schöner aus als das Optopologen. Und dann machen wir es nochmal zu. Wir rufen uns den ersten nochmal auf. Und Sie sehen hier ist auch gekennzeichnet mit Report 2, weil es natürlich die gleiche Person ist.
Super, danke Firefox. Wunderbar. Und jetzt sehen wir Schnitt 65 von 128, also der direkt von der Foveola. Auch wieder mit unserer Individualisierung. Also alles da, was wir brauchen. Wenn Sie anonymisieren möchten, das heißt hier diese Informationen löschen, haben wir ja vorhin gesehen, wo wir das einstellen können. Und eine Bitte noch, schreiben Sie in Bemerkung bitte nichts rein. Das taucht nämlich hier auf dem Ausdruck mit auf. Also nicht irgendwie, Kunde ist unkooperativ. Das lesen Sie nicht so gern. Wunderbar. Gehen wir zurück in die Prozess. Von meiner Seite aus wäre es das schon gewesen. Wenn von Ihrer Seite aus keine Fragen sind, würde ich sagen, können es beenden, aber Sie dürfen gerne auch mal Fragen stellen. Ich habe natürlich eine Frage, Herr Bianke. Ich habe nichts anderes Ja. erwartet. Schön. Ihre sensationell schnelle Auffassungsgabe, da komme ich einfach nicht so schnell hinterher, wie Sie klicken. Okay. Ich habe doch sonst immer diesen grünen Strich auch nochmal in dem Rekonstruktionsbild. Meinen Sie diesen? Dieses da, ja. Also Und, hier im Bild. ja. So, B-Scan aktivieren. Also andersrum. Ich klicke in das Rekonstruktionsbild, rechte Maustaste, B-Scan aktivieren und dann läuft der automatisch mit. Und wenn ich hier durchscrolle, sehe ich automatisch auch die Höhe. Das sind alles so kleine, feine Parameter, was kann ich überall in jedem Bildchen so einstellen. Ne? Also so funktioniert das, rechte Maustaste, B-Scan aktivieren und zack, sehen wir das, was Sie haben möchten. Und jetzt weicht ja unsere Grafiklinie unten im Bild ein bisschen ab. Und scheinbar haben wir ja nicht genau getroffen, die Mitte. Das heißt, dieses Thema Fovea fixieren, das ist ja auch nochmal nicht uninteressant. Dr. OCT, genau. Manchmal vertut er sich. Ne? In dem Fall jetzt auch. Liegt so ein kleines bisschen da dran. Sie sehen es, wenn ich hier durchscrolle. Ich sehe diesen weißen typischen Punkt, sehe ich gar nicht so ganz perfekt. Damit tut sich das OCT ein kleines bisschen schwer. Und wir sehen aber hier die Erhebung. Ne? Vollkommen physiologisch, darf so sein. Dann führe ich einfach meine grüne Linie genau da hinein, drücke die rechte Maustaste, gehe hier oben auf Foveola setzen und plötzlich passen die Linie und das Normativ komplett überein. Bei mir ist es immer alles ein bisschen dicker. Ja, wenigstens eine Stelle, wo ich auch ein bisschen dicker bin. Weitere Fragen? Jetzt ist die Auswertung, aber hier unsere Farbgrafik, diese runde Grafik, die ist jetzt ja aber schlecht. Genau. Nein. Definieren Sie schlecht? Sie ist Nicht grün. okay, das ist nicht, also nicht grün ist nicht automatisch schlecht, muss man immer berücksichtigen. Ich erkläre es ganz kurz. Wir sehen hier unten den Verlauf meiner Netzhautdicke. Also diese schwarze Linie ist letzten Endes, ich zeige es Ihnen ganz kurz, wir können hier die Netzhautdicke aktivieren. Das heißt, das OCT hat jetzt die Frontfläche, die rote, die ILM, die innere Grenzmembran detektiert und sie hat hier unten das retinale Pigmentepithel detektiert. Die Distanz dazwischen ist für das OCT die Netzhautdicke. Der Wert dessen, was wir jetzt hier zwischen meinen Linien sehen, also in diesem Fall jetzt zum Beispiel 272 Mikrometer, der Wert wird hier aufgetragen an dieser Stelle. Ja, da sehen wir 250 Mikrometer, ich bin ein bisschen oberhalb, also ja klar, 272, in dem Punkt hier 269. So, das heißt, für diesen B-Scan ist für jeden A-Scan, den wir gemacht haben, eben jetzt der Wert hier aufgetragen worden. Und jetzt ist es so, dass meine Netzhaut, also auch ganz wichtig, wir müssen immer als erstes hier oben hingucken, stimmt denn das Geburtsdatum überein? In meinem Fall ja, tut es. Ist ja, ne? Also bin ja ich. Aber das ist ganz wichtig. Also man kann theoretisch hier auch einen Fehler erzeugen, wenn man einfach das falsche Geburtsjahr eingibt. So, ist bei mir nicht gegeben. Bei mir ist aber die Netzhaut einfach ein Tick dicker. Das sehe ich jetzt daran, dass meine schwarze Linie hier teilweise im roséfarbenen Bereich ist. Und dieser Bereich, also hier draußen, wir können auch hier das Gitter aktivieren. Das mache ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich hier in diesen roséfarbenen Bereich gehe, dann sehen Sie in dem Rekonstruktionsbild, in dem B-Scan, einen kleinen vertikalen Strich. Das ist die Position, wo sich gerade die grüne Linie in meinem großen Tomogramm befindet. Da, wo ich im unteren, im roséfarbenen Bereich liege. Das heißt, da ist meine Netzhaut einfach dicker als gedacht. Ne? Oder als, sagen wir mal andersrum, dicker als die Norm das erwarten würde. Deswegen sehen wir hier
einen roséfarbenen Bereich, weil ich die Norm nach oben verlasse. Das ist auch hier an der Seite nochmal aufgetragen. Das heißt, grün sind alle Leute, die zwischen den 95 und 5% liegen. Das ist der normativ grüne Bereich. Das ist aber nur normativ. Dann gibt es einen gelblichen Bereich. Na, da liegt ganz viel vom Rest meines Auges. Alles ein bisschen dicker. Kratzt hier die gelbe Linie überall an. Sie sehen auch hier oben gibt es eine kleine gelbe Linie. Und eben alles, was noch weiter oben liegt, noch dicker ist, ist dann roséfarben. Das heißt, an der Stelle ist einfach meine Netzhaut verglichen zur Norm dicker als die von 99% aller Menschen innerhalb der Norm. Wäre ich ein Teil der Norm gewesen, was ich nicht war, wäre die Norm anders ausgefallen. Deswegen, das ist nur ein Vergleich zur Norm. Wenn die Netzhaut dicker oder dünner ist, ist sie natürlich, sollte man sie regelmäßig mal kontrollieren. Ich habe natürlich den Vorteil, ich sitze regelmäßig vor der Maschine. Deswegen weiß ich, dass es bei mir nichts Krankhaftes ist. Weil, vollkommen richtig ist, plötzliche Verdickung kann auf einen ödematösen Zustand hinweisen. Also eine Unterversorgung, ne, dass das Gefäß da irgendwie verstopft ist, theoretisch möglich, dann schwillt das Gewebe tatsächlich ödemativ an. So, das wäre natürlich so, wollen wir nicht erleben eigentlich. Wäre aber tatsächlich ein Grund, warum das Gewebe oder die Netzhaut eventuell dicker dargestellt wird, als man das gewohnt ist. Bei mir, ich habe so viele OCTs schon gemacht, das ist dann immer so. Wie gesagt, endlich mal eine Stelle, wo ich auch mal dick bin. Ich hoffe, verständlich von der Erklärung hier. Wunderbar, herzlichen Dank. Prima. Haben wir weitere Fragen? Heute ist Ihre Gelegenheit. Nutzen Sie sie. Vielleicht hat jemand anders die gleiche Frage. Vielleicht können wir in der Analyse auch noch mal, haben wir einen Nervenfaserkopf? Was haben wir jetzt nicht dabei? Ne? Ich finde einen, wo wir einen haben. Das ist jetzt nicht das große Problem. Wollen wir den nehmen? So. Nervenfaserschichtig. Ja, wir können gerne nochmal anschließen. Letztes Mal hat ja der Dr. Thorin was über Glaukom erzählt. Also vielleicht ist auch da noch irgendeine Frage offen geblieben. Oder eine Frage, wie sehe ich das in der Software? Auch da wäre heute die Möglichkeit, sich das mal anzuschauen. Ja, Mann, was möchten Sie wissen? Ja, auch nochmal hier die Interpretation dieser Gebirgskette. Ja. Wir haben ja auf dem rechten Auge so eine kleine Ditcher nach unten hier. Ihnen erklären, ja, ist prima beobachtet. Schön. Also, dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Zum einen müssen wir berücksichtigen, auf was diese Ringe eingestellt sind. Also, fangen wir ganz anders an. Für diejenigen unter Ihnen, die das vielleicht noch nie gesehen haben. Wir haben hier unsere Sehnervenkopfanalyse. Rechtes Auge, diese Seite. Linkes Auge, diese Seite. Total verwirrend. Das linke Auge rechts, das rechte Auge links. Egal. Ist, wie es ist. Jetzt ist es wichtig. Das OCT zeigt uns hier, der blaue ist die sogenannte Disk. Die Disk ist für das OCT die bruchsche Membranöffnung. Also da, wo das retinale Pigment infiziert ist, beziehungsweise die Bruchmembran sich öffnet, damit die Nervenfasern eben zum Sehnervenkopf gehen können, das wird detektiert. Das sehen wir hier unten. Ich mache mal so eine OCT-Aufnahme auf. Das sehen wir hier unten. Da endet mein retinales Pigment, beziehungsweise meine Bruchmembran. Und da legt das OCT eben diese Bobbel hin. So, ja, wenn ich hier auf Disk ändern klicke, sehe ich auch die Bobbel, über die ich das theoretisch verändern könnte. So. Die Bobbel ergeben den blauen Kreis. Das zweite, was wir sehen, wir haben hier zwischen, ich mache es nochmal groß, hier zwischen eine lilane Linie. Das ist quasi die brusche Membranöffnung. Jetzt ist es so, in der OCT-Technologie hat irgendwann die Firma Heidelberg festgelegt, dass die CAP 150 Mikrometer oberhalb der Linie der bruchschen Membranöffnung, in unserem Fall hier diese lilane Linie, 150 Mikrometer oberhalb, sucht man jetzt den Schnittpunkt mit der ILM, mit der inneren Grenzmembran. Hier gekennzeichnet durch die grünen Kreuze. Dazwischen ist die sogenannte CAP-Öffnung. Das ist eine OCT-CAP-Öffnung. Ganz wichtig ist, eine OCT-CAP kann ganz doll von dem abweichen, was Sie in einem Fundusfoto drüberlegen würden, was Sie zeichnen aus der Draufsicht. Weil das OCT orientiert sich am Schnittpunkt. Das nur mal am Rande. Jetzt sehen wir hier meine grüne CAP und meine blaue Disk. Daraus
errechnetes OCT gemäß der Norm ganz viele verschiedene Parameter. Da gehört die Randfläche, die Kappfläche, das Volumen und vor allen Dingen ganz wichtig, CD-Fläche, also C durch D, Kapp-Disk-Verhältnis. Ja? Dafür bekommen wir einen Wert, der darf 0 sein. Nicht erschrecken, es gibt Leute, die haben eine Makropapille bzw. eine erhabene Papille, da gibt es gar keine Vertiefung, ja? Und dann gibt es einfach keine grüne Linie. Und wenn ich 0 durch nichts teile, dann bleibt es 0. Deswegen darf der Wert auch 0 sein. Nicht erschrecken, wenn das mal so ist. Oder wenn Sie hier kein Grün sehen. Es gibt Menschen, da ist es so. Ja? Grundlegend sind diese Parameter wichtig, aber nicht allwissend. Weil es gibt genug Leute, die aus der Formgebung ihrer Kapp bzw. ihrer Disk aus der Norm abweichen. Dann werden diese Werte hier ganz schnell rot. Darf man keine Panik schieben? Es gibt Menschen, das ist normal. Es kann natürlich trotz dessen ein Hinweis auf eine Veränderung sein. Aber man muss auch immer berücksichtigen, das, was wir hier sehen, ist eine Momentaufnahme. Es ist nur heute. Richtig stark wird diese Analyse, wenn wir sie im Verlauf betrachten. Zusätzlich haben wir noch die Disk Damage Likelihood Scale. Das ist ein eigener Parameter, den nur Optopol tatsächlich für Sie bietet. Da ist es einfach so, es gibt Studien, unter anderem von Frau Professor Lanzel aus Prien, die haben einfach, früher war es so, die Ärzte haben das Kapp-Disk-Verhältnis tatsächlich auf die Karteikarte gemalt. Die haben das Auge gespiegelt mit einer Lupe und die haben diese Kapp-Disk-Verhältnisse aus ihrer Draufsicht gezeichnet. Und dabei ist einfach, man hat 30 Jahre lang diese Zeichnungen zusammengesammelt und dabei ist irgendwann aufgefallen, okay, wenn der Sehnerv im Kopf oder wenn die Kapp leicht exzentrisch verschoben ist, also nach außen, so wie bei mir, ja, mein Grüner ist ein bisschen nach links verschoben. Schräger Sehnervenkopf ein. Bedeutet einfach, ich habe eine größere Wahrscheinlichkeit, dafür ein Glaukom zu bekommen. Ja, was diese ganzen, also wir sehen es, ne, ganz oben ist eine 1, da gibt es gar keine Kapp. Ah, da geht man davon aus, sie haben so viel Nervenfasern, da kann einfach nichts passieren, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass da ein Glaukom auftritt. Wichtig ist, es ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Ja, das heißt nicht, dass ich Glaukom bekomme. Selbst wenn ich eine 8 habe, was ja eigentlich 80% Wahrscheinlichkeit entsprechen würde, heißt es nicht zwingend, dass ich ein Glaukom bekomme. Ja? Ist natürlich schon ziemlich nah dran, weil ich habe schon Randverlust. Also würde man ja von ausgehen, dass der Glaukomatös ist, dieser Schaden. Muss er aber nicht sein. Ich erkläre Ihnen warum. Wir haben zusätzlich unsere Kuchendiagramme, die die Nervenfaserschichtdicke für uns analysieren. So. Jetzt ist es ganz wichtig. Die Parameter bei uns hier in dieser Messung sind verstellt. Das heißt, der Ringdurchmesser ist entweder 2,4 oder seit neuestem 3,4. Und dann haben wir noch die Ringbreite. Das heißt, der Abstand zwischen den Linien, der ist seit neuestem 0,1. So. Das heißt, es ist vollkommen egal, was Sie dort einstellen. Wichtig ist nur, wenn Sie das im Verlauf sehen möchten, muss der Ringdurchmesser immer identisch sein. Auch das ist ein Parameter, den wir in den Hintergrundeinstellungen einstellen. Ja, welchen Ringdurchmesser das OCT standardisiert annimmt. So, und jetzt ist es so, vollkommen richtig erkannt, das sind meine Nervenfasern, die das OCT für uns detektiert hat. Ja, so, das sind die beiden Kurven, einmal für das rechte Auge, einmal für das linke Auge. Und jetzt ist es so, hier in der Mitte sehen wir die beiden überlagert. Grundlegend könnte man sagen, ja, die sind einigermaßen identisch, außer hier. Da ist plötzlich so eine Lücke. Sehen wir ja hier auch, vollkommen richtig aufgefallen, da touchiere ich so ein bisschen den roten Bereich. Gucken wir uns mal an, was sehen wir denn hier eigentlich? Wenn ich mal meine Linie hier reinlege, in den Bereich, wo wir den roten Bereich schneiden, dann sehen wir hier oben, da an der Stelle, ich hoffe, Sie sehen alle diesen ganz kleinen Ring, ich kann den Ring sonst mal ein bisschen dicker machen, dann sieht man die Linie dazwischen ein bisschen besser. So. Da sehen wir die Linie, wie sie sich bewegt. Das heißt, ich kann hier lang fahren, sehe ich ganz genau, an welcher Stelle das OCT was gemessen hat. Ja, also welche Stelle wo innerhalb des Rings sich befindet. Jetzt gehen wir in die Stelle, wo es nicht so gut aussieht, wo mir ein Hügel fehlt. Hier oben sehen wir auf der Seite, ah, der Schmetterling ist noch gut. Ja, also üblicherweise macht das Auge ja so eine Art Schmetterlingsform. Also hier ein großer Flügel, da unten ein großer Flügel und hier hinten zwei kleinere Flügel. Kann man so sehen, kann man auch eine andere Form sich für ausdenken, wie man mag. Jetzt sieht man aber hier, ja, ist eindeutig nicht mehr so viel Nervenfaserschicht übrig.
oder ist auf jeden Fall verdünnt. Liegt in meinem Fall an der Retinoschisis. Also bei mir sind einfach, haben sich die Netzhaut in der Peripherie ziemlich weit hinten oben voneinander getrennt. Und an der Stelle hat das Auge dann gesagt, naja gut, wenn da eh nichts mehr ist mit Gucken, dann sinkt dort an der Stelle tatsächlich einfach auch die Nervenwasserschichtdicke. Wichtig ist, wenn wir so etwas sehen, so eine Lücke, immer noch mal einen Blick auf die Ganglienzelle zu werfen. Dafür wechseln wir in den Makula 3D-Scan, gehen auf beide Augen und dann bekommen wir meine Ganglienzellen zu sehen. Der Donut, der typische Donut. Und da sehen wir, beide Donuts sind noch wunderbar gefüllt. Das heißt, die zugrunde gegangenen Nervenfasern sind kein Teil meiner Ganglienzellen und damit nicht aus meinem parazentralen Bereich. Ich merke meine Retinoschisis ja auch nicht. Auch im Gesichtsfeld ist die nicht zu finden. Kann man nur sehen, wenn man so einen Optos hat oder so einen Crow, ja, so einen Weitwinkel, Ultraweitwinkel-Scanner. Ich sage Ihnen, ich setze mich vor sowas nicht mehr. Wir haben jedes Mal was gefunden. Aber letzten Endes für mich wichtig, meine Ganglienzellen stehen stabil. Ich sehe es hier, ich sehe meine Ganglienzellen, ich werde auch hier mit dem Normativ verglichen. Wir sehen einfach, die Ganglienzellen stehen stabil. Es ist kein glaukomatöser Schaden. So können wir das eine vom anderen tatsächlich abgrenzen. Ja. Wichtig auch hier wieder, letzten Endes, Ihre Aufgabe besteht ja gar nicht darin zu sagen, ist es ein Glaukom oder ist es kein, sondern Ihre Aufgabe würde zum Beispiel im Verlauf darin bestehen, gucken wir uns das Ganze mal an, ich suche mal aus, Verlaufpapelle. Oh, viel, was da nicht hingehört. Gucken wir uns das hier mal an. So, wieder meine Nervenfasern. Jetzt klicke ich hier oben auf Verlauf. Jetzt haben wir diese Untersuchung ganz, ganz, ganz oft gemacht. Was ist das linke Auge? Das ist das gute Auge. Da sehen wir auch, oh, hier keine Delle. Ja. Gucken wir nochmal beim rechten Auge. Ja. Sehen Sie, da gibt es die Untersuchung mit der Delle noch gar nicht. Aber unsere Aufgabe würde jetzt ja daran bestehen, wir vergleichen hier im Verlauf die unterschiedlichen Nervenfasern, die das OCT ermittelt hat, über die Zeit. Die schwarze Linie, die liegt ganz hinten, die sehen wir fast gar nicht mehr. Die ist schwarz. So, dann haben wir die blaue Linie, die liegt noch davor, die sehen wir hier oben so ein bisschen rausblitzen. Dann haben wir die grüne, die gelbe, die rote und die lilane. Die lilane ist die letzte Untersuchung. Die, ne, kann auch sein, dass einfach die Untersuchung ein bisschen alt ist, dass da der Schaden vielleicht noch nicht da war. So, was wir aber jetzt sehen, ist, die Nervenfaserschichtverläufe verlaufen hier ziemlich gleichmäßig. Da darf ein bisschen, ne, wir haben Messtechnik, also ein bisschen Differenz darf sein. Aber letzten Endes keine große Lücke, so wie wir die eben gesehen haben. Und unsere Aufgabe würde ja darin bestehen, hier eine plötzlich auftretende Lücke zu entdecken. Das wäre tatsächlich der Punkt, wo man sagt, ah, die war letztes Jahr noch nicht. Da müssen wir klären, was es ist. Wieso? Mehr ist gar nicht die Aufgabe. Wir müssen ja jetzt auf keinen Fall sagen, oh, das ist ein Glaukom oder das ist dies. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu finden, weicht das irgendwo deutlich ab? Ja oder nein? Ist es abklärungsbedürftig? Ja oder nein? Weitere Fragen? Der Charme an der Nummer ist natürlich, dass wir, wenn die Werte rot werden, auch bei der Erstmessung sagen können, das ist ja auffällig. Das sollten Sie doch mal bitte diagnostizieren lassen. Nein. Seien Sie aber bitte vorsichtig, schicken Sie bitte nicht jeden, der ein bisschen aus der Norm abweicht, sofort zum Augenarzt. Ich glaube, da machen Sie sich unbeliebt. Also, weil dafür ist die Norm nicht da. Die Norm ist eine grobe Orientierung, wo sollte der Patient liegen. Wichtig ist, eine Norm richtig zu lesen. Wenn wir uns das hier mal angucken, das ist jetzt mein Auge zum Beispiel. Wir haben die unterschiedlichen Werte in der Norm aufgetragen. Und wir sehen bei mir diese blaue Linie, das ist die vom OCT errechnete Tendenz. Ja, und diese Linie läuft hier ganz wunderbar gerade. Hier gibt es auch eine Fehlmessung, also da scheint irgendwo ein kleiner Fehler drin zu sein. Meine Linie geht sogar nach oben. Das ist natürlich unüblich. Ne? Also eine Linie geht eigentlich, also Nervenfasern werden nicht mehr, die gehen nicht nach oben. Aber die Linie läuft hier gerade lang. So. Wichtig wäre, wir müssen die Leute finden, die beim allerersten Termin in der Norm zum Beispiel hier oben waren. Beim zweiten Termin sind die plötzlich nur noch da. Beim dritten Termin sind die nur noch da. Und dann wird natürlich das OCT schon eine Tendenz errechnen. Und im vierten Termin sind die plötzlich schon im gelben Bereich. Das sind die Leute, die wir rausfiltern müssen. Dafür ist die Norm da. Um zu gucken,
wie stark und wie schnell ändern sich die Werte. Es gibt genauso gut Leute, die laufen ihr Leben lang meine Linie, aber hier unten im gelben Bereich. Und solange diese Linie immer gerade weiterläuft, die Leute also nicht in den roten Bereich rutschen, dann ist es so. Dann sind diese Leute einfach mit ein bisschen weniger Nervenfasern ausgestattet. Solange die stabil stehen, ist aber alles im grünen Bereich. Ich gebe Ihnen recht, dass wenn wir irgendwo in einem Grenzbereich der Norm sind, wir vielleicht ein bisschen häufiger drauf gucken. Aber nur weil wir einen roten Parameter in der Software sehen, würde ich nicht sofort jeden zum Augenarzt schicken. Ich weiß nicht, wie gut die Augenärzte das finden würden. Ja, weil nicht jeder rote Parameter heißt auch sofort Alarm, Alarm. Ja, das müssen wir berücksichtigen. Gut, aber wenn die Ganglienzelldicke dann doch deutlich ausgedünnt ist und deutlich unter 70 fällt. Selbstverständlich. Ganglienzellen sind so ein Parameter, wenn da natürlich, ne, auch wenn der Donut sich öffnet und der Kunde hat Ihnen vorher nichts gesagt von Glaukom oder irgendetwas in die Richtung. Natürlich, wenn Sie einen geöffneten Donut finden, ich habe da schon ein Beispiel, das ist schon sehr vorangeschritten, aber wir gucken trotzdem nochmal drauf, damit Sie vielleicht mal eine Vorstellung bekommen, was ein geöffneter Donut ist. Wir machen nochmal beide Augen an. Wenn Sie sowas finden, ohne dass der Kunde in der Anamnese irgendwas erzählt hat, natürlich ist das abklärungsbedürftig. Absolut. Aber wir haben ja nicht nur einen roten Parameter. Wir haben einen Donut, der geöffnet ist, der hier einfach angeknabbert ist. Wir haben hier den Vergleich zum Normativ. Wir sehen aber auch hier den Nervenfaserverlauf, der auch ausgedünnt ist. Und wir haben eine Hemisphärenasymmetrie. Das heißt, wir ziehen, Auge ist üblicherweise relativ symmetrisch aufgebaut. Und wir ziehen jetzt einfach den oberen von unteren Teil ab. Sollte ja theoretisch, wenn alles symmetrisch ist, mehr oder minder die Differenz gen Null gehen. Also wenn hier nichts zu sehen ist, ja, dann ist es so ein weißlich bis grünliches, hellweißliches Gebiet. Wenn die Differenz sehr groß ist, zum Beispiel hier 30 Mikrometer, dann wird das dunkelblau. Und 30 Mikrometer Abweichung sind unüblich, nicht unmöglich, aber unüblich. Ja, und wenn ich das alles, also diese ganzen Parameter zusammenfinde und mir dann noch die Ganglienzellen angucke und dann diese Riesenlücke sehe, natürlich bin ich dann bei Ihnen, dass das jemand ist, den wir zum Augenarzt schicken, den wir abklären lassen. Aber wenn alle Nervenfasern stabil stehen würden und wir nur hier oben in der Tabelle vereinzelte rote Felder haben, bitte nicht sofort zum Augenarzt schicken. Das ist wichtig. Weil im allerschlimmsten Notfall hat ja der Augenarzt vielleicht. Also, wir haben einige Kunden, da hat der Augenarzt in der Umgebung nicht mal so eine Maschine oder nicht auf dem Stand der Technik. Also da macht man sich dann unbedingt. Das ist nur mal vorweg. Man kann ja einen Ausdruck mitgeben. Ja, können Sie tun. Aber gibt, wie gesagt, anderes Thema, gehört jetzt hier nicht hin, aber möchte Sie nur warnen, schicken Sie nicht bitte sofort jeden los. Bisschen mit Bedacht. Nichtsdestotrotz natürlich, wenn Sie etwas finden, scheuen Sie sich nicht, die Leute zu schicken, auch wenn Sie eine Netzhautablösung finden. Natürlich rufen Sie bitte ein Taxi und schicken Sie denjenigen sofort ins Klinikum. Ja? Also, da haben Sie ja genug Erfahrung mittlerweile, zu wissen, wie sieht eine gesunde Netzhaut aus und wie sieht eine veränderte Netzhaut aus. Weitere Fragen? Thema. Ich stelle fest, dass nicht. Mensch, eine Stunde haben wir heute gebraucht. Das ist ja für mich ziemlich lang. Bin schon fast beim Doktor Thorin angekommen. Aber vielen Dank für Ihr reges Interesse. War Wenn sehr es gut. noch Fragen gibt, die vielleicht heute Abend hier nicht gestellt werden möchten, Sie haben, die meisten von Ihnen haben meine E-Mail-Adresse. Wenn nicht, rj@itech.com. Schreiben Sie mir die Frage gern. Rufen Sie mich gerne an. Sie wissen, ich habe immer ein offenes Ohr für Sie. Wir alle haben ein offenes Ohr für Sie. Also wenn ich nicht da bin, können auch meine Kollegen da sehr, sehr gerne weiterhelfen. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend.